Sagen Sie mal, kennen Sie sich eigentlich mit Gedichten aus? Gut, jetzt hat nicht unbedingt was mit Gärtnern zu tun, aber kennen Sie sich mit Gedichten aus? Gibt hier eines, ist eines meiner Lieblingsgedichte. Bleiben Sie mal dran, wird spannend. Es gibt, wenn man so ins Alter kommt, dann gibt es dann so Sachen, die berühren einen wesentlich mehr als in jungen Jahren. Und ich bin nun mal so mittlerweile in einem Alter, wo ich grübelig werde. Ist so, können Sie mir glauben. Jedenfalls habe ich hier so ein Gedicht, Hermann Hesse, mein absolutes Lieblingsgedicht. Ich komme gleich noch auf das Ding zu sprechen, wo das Ganze mit Selbstversorgung irgendwas zu tun hat. Stufen nennt sich das. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Und so weiter. Was hat das ganze Spiel jetzt mit Selbstversorgung zu tun? Es gibt ja immer wieder so Momente, hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuschem Garten, der ist Blog und auf meinem YouTube-Kanal, wo man sich von Dingen verabschieden muss. Können Sie sich noch erinnern, hatten wir doch diesen großen, kräftigen Hahn, so diesen grau-weißen Hahn. Jahrelang hat er hier das Kommando geführt. Hat mir einmal ins Bein gehackt mit seiner Kralle, durch die Gummistiefel. Ich konnte eine Woche lang nicht laufen. Glück gehabt, dass sich die Wunde nicht entzündet hat. Wenn sie da reingingen, dann mussten sie vorsichtig sein. Die konnten eben nicht den Rücken zuwenden. Die Heerschar von Hühnern, die da rumliefen, der war der absolute Pascha. Wie das so ein Hahn eben ist. Der absolute Pascha. Dann haben wir ja Hähne geschenkt bekommen. Zwei neue. Und dann später noch einen, so umgekehrt. Und die waren ganz stickum, haben die sich verzogen, wenn der alte Hahn kam. Aber wie das so ist, irgendwann kommt auch der in die Jahre. Und was ist passiert? Irgendwann hat er das Kommando verloren. Er kam nicht mehr an die Hennen ran. Die anderen haben ihn quasi nur noch durch die Gegend getrieben. Der hat wochenlang nur noch in so einem Eimer, wo die Nester drin sind, drin gesessen, hat sich darin verzogen, der hat von mir keine Angst mehr gehabt, den konnten sie so nehmen. Ich kann Ihnen sagen, ein sehr trauriges Schicksal für den doch einst ziemlich mächtigen und kräftigen Hahn, kann ich Ihnen erzählen. Gut, und das wurde dann nachher so schlimm, also der arme Kerl, der saß dann wirklich nur noch in diesem Eimer drin, hat nichts mehr gemacht, kam kaum noch an die Futterbox. Dann hat meine Frau, oder haben wir hier diesen alten, so einen alten Kaninchenstall, hatten die Kinder mal Kaninchen drin, hat draußen gesetzt, haben den Hahn da rausgeholt und haben ihn da hinten quasi auf sein alten Teil ins Altersheim gesetzt. Ich glaube, 3 Tage hat er da gesessen. Die letzte Zeit nur noch so, hier Gefieder aufgeplustert. Sie konnten sehen, der konnte sich nicht mehr bewegen, der konnte nicht mehr laufen. Das arme Kerlchen, dieser so stolze Hahn, der einst so zerfallen, so, ja, wie soll ich sagen, verwelkt, wie im Gedicht. Dann hat meine Frau dem noch ein Huhn reingesetzt, damit er nicht einsam ist. Und das vorher, sage ich noch, der macht nicht mehr, der macht die Nacht nicht mehr. Und was soll ich Ihnen sagen? Er hat die Nacht nicht gemacht. Am nächsten Morgen lag der tot und stocksteif da drin. Also das ist eines der Tiere, die hier eines natürlichen Todes gestorben sind. Wie lange war der jetzt hier? 6 Jahre? 7 Jahre? Also ich weiß nicht. Es war eine ziemlich lange Geschichte. Das ist nur so ein kleines Ding, was sich hier getan hat. Dass wenn Sie irgendwie 6 Jahre oder 7 mit irgendeinem Tier zusammengelebt haben, irgendwann müssen Sie sich trennen. Ich zeige Ihnen den Hahn jetzt nicht, sonst kriege ich wieder nur Ärger. Aber wenn Sie das gesehen hätten, wie der hier in der Ecke saß mit aufgeplustertem Gefieder, zu den Augen, kein schönes Ende. Überhaupt, dass man sich irgendwann vom Leben verabschieden muss, ist keine besonders erbauliche Information. Und ich mache mir jetzt meine Gedanken, ob mir das irgendwann später auch so geht. Werde ich irgendwann auch in irgendeinem Altenheim sitzen, in irgendeinem Rollstuhl und nur noch so vor mich hingucken? Ist das mein Schicksal? Können Sie nicht verstehen, wenn Sie ein junger Mensch sind. Aber ich kann Ihnen sagen,
ab einem gewissen Alter fangen sie an, darüber nachzudenken. Da hinter der Kiste ist er jetzt. Den muss ich jetzt irgendwie loswerden. Nur so eine kleine Episode von dem, was ich hier getan habe. In diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links oder den von Kollegen von Self Bio. Würde mich echt freuen. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.